Herzlich willkommen. Heute werde ich euch ein kleines Squad-Builder zeigen. Zwischen Lacazette und Teixeira sind zwei exzellente Stürmer. Teixeira, der hat einen richtig guten Schuss, richtig gutes Tempo, gutes Dribbling. Köpfen ist so das Einzige, was er nicht so gut kann. Aber Lacazette könnt ihr da auch mit Flanken füttern. Der kann aber auch gut schießen, hat richtig starkes Tempo. Dann gehen wir mal zum Zehner. Hier haben wir Bernat. Da könnt ihr auch einen Tyson oder einen Malos hinstellen. Braucht einfach einen von Schachtja Donetsk, um Teixeira hier zu linken. Auf der rechten Seite hier haben wir dann Tolisso. Wenn ihr es ein bisschen offensiver haben wollt, stellt ihr einen Fake hier hin. Aber ich bin mit Tolisso recht zufrieden. Der hat überall über 70 recht gute Allrounder-Werte. Wie ihr auf der linken Seite schon gesehen habt, ist es Fernandinho, ein richtiges Biest. Der arbeitet nach vorne und nach hinten, hat einen Top-Schuss, richtig geile Freistöße haut er raus. Der passt richtig stark, der richtig gute Physis, der räumt euch richtig viel weg da. Und dann kommen wir nun zum Sechser, der ist defensiv eine richtige Kante und einer der besten Sechser im Spiel für mich, Luis Gustavo. Nach vorne kann er zwar überhaupt nichts, okay, nach Ecken ist er recht gut, aber schusstechnisch, die 60 fühlen sich an wie 40. Aber die Defensivwerte sind bei ihm wichtig und er soll ja auch nicht nach vorne arbeiten. Dann kommen wir zum Innenverteidiger. Und hier haben wir Ronaldo, der überragend, der gefällt mir richtig gut in dem FIFA-Teil. Ordentliches Tempo, aber die Defensive 88 und die Physis, und der ist recht groß. Der reißt euch einiges weg hier hinten. Dann kommen wir nun zum Linksverteidiger. Hier könnt ihr jeden Brasilianer eigentlich reinstellen. Ich habe mich dafür für Felipe Luis entschieden. Ist recht günstig und spielt dafür richtig gut. Das Team hier kostet ca. 50.000 Münzen. Haben sich mehrere gewünscht, dass ich sowas mal mache. Kommen wir nun zum Innenverteidiger Nummer 2. Hier haben wir einen Koscielny. Der ist richtig schnell. Der hat richtig gute Defensivwerte, Physiswerte. Und da kann man auch nichts sagen. Rechtsverteidiger. Seht ihr jetzt einen Debuchy? Der hat zwar, sieht zwar aus, als hätte er keine guten Werte, aber der ist richtig stark. Der leistet richtig viel für die Offensive, für die Defensive. Der gefällt mir richtig gut. Ich habe am Anfang gedacht, naja, so, der hat eine 80. Der kann nicht gut sein, aber spielt den mal. Der kostet ja auch nicht. Der kostet 1500 Münzen und spielt richtig stark. Also ist zwar nicht der schnellste, aber der reißt euch hinten richtig einiges raus. Und er kann auch mal Laufduelle gegen einen Spieler mit 85 Tempo gewinnen, weil er das einfach wegmacht. Dann kommen wir nur zum Keeper. Wie in jedem Teil. Peter Cech, der ist überragend, der ist immer überbewertet. Und ich würde euch empfehlen, packt ihn hinten rein. Und ihr seht, jeder kommt auf die volle Chemie. Wenn ihr heute noch diesen Loyalitätsbonus da habt, kommt jeder auf eine 10er Chemie. Hier müsste ich Teixeira noch auf einen S-Stürmer umwandeln. Dann hätte er auch seine volle Chemie. Also das Team, ich würde es euch empfehlen. Könnt ihr auch den Goldpokal, da könnt ihr bis zu Liga 1 spielen. Das ist ein richtig gutes Team. Wenn euch so Videos gefallen, schreibt es mal in die Kommentare. Ich würde mich wieder freuen, wenn wir so 20 Likes schaffen würden. Ich würde dann sagen, ich bin raus. Ciao.